Es ist heuer deutlich weniger Brotweizen, es ist sehr, sehr deutlich weniger Qualitätsweizen. Also so ein Jahr wie heuer habe ich noch nie gehabt. Ich bin jetzt seit 1978 Müller, aber so schwache Weizen habe ich noch nie gekriegt. Halb sieben in der Früh in der Backstube von Stefan Geisenhofer in Freising. Für ihn als Bäcker ist das Mehl der wichtigste Rohstoff. Weil nur wenn das Mehl passt, kann er seine Kunden zuverlässig zufrieden machen. Also wenn wir aktuelle Semmeln haben, die wo einfach die Größe jetzt von dem Teig hat und wir ein schlechteres Mehl haben, dann erreichen wir einfach vielleicht bloß noch ein Drittel von dem. Aber der Konsument zahlt den gleichen Preis, kriegt aber vom Produkt eigentlich weniger. Qualität heißt beim Mehl, der Eiweißgehalt muss passen. Nur dann kommt am Schluss so eine wunderschöne Semmel raus. Aber genau da liegt heuer das Problem. Raiffeisen-Lagerhaus Seuversholz im Landkreis Eickstedt. Die Silos sind bis unter das Dach voll, aber tausende Tonnen Weizen. Aber viele Körner haben einen entscheidenden Mangel. Man sieht es da an den Körnern, dass die teilweise Auswuchs zeigen. Der Weizen in den Händen von Christian Hufsky sollte Backweizen werden. Aber und dann kam ja leider Gottes diese 3 Wochen Regenperiode, mit der keiner gerechnet hat und die sich auch keiner gewünscht hat. Und danach haben wir halt relativ viel Futterweizen bekommen. Der Weizen hat am Halm zu keimen begonnen. Immerhin, ein paar tausend Tonnen Backweizen konnten sie in Seuversholz einlagern. Deutlich weniger als sonst und auch schlechter von der Qualität. Aber Mehl lässt sich daraus machen. Vor allem, wenn man besseren Weizen vom letzten Jahr dazu mischt. So macht's der niederbayerische Müller Rudi Sackberger. Für ihn ist nicht nur das Wetter schuld am schlechten Weizen, auch die strengere Düngeverordnung macht in manchen Regionen das Wachstum auf den Weizenfeldern zusätzlich kompliziert. Also das ist jetzt genau das Thema, wenn wir nächstes Jahr wieder so Verhältnisse wie heuer haben, diese Trockenheit, diesen Hitzestress und die wenige Düngung, dann wird es nächstes Jahr Katastrophe. Heuer aber können die Bäcker trotz schlechter Ernte mit gutem Mehl rechnen. Und mit ein bisschen Schwankung können Handwerksbäcker eh umgehen. Also wenn man einfach sich mit der Materie auseinandersetzt und die Prozesse der Qualität anpasst, dann kriegt man es trotzdem noch hin. Bäcker, Müller und Landwirte sind sich aber einig. Passt die Qualität beim bayerischen Weizen nächstes Jahr wieder nicht, dann steckt nicht mehr so viel bayerisches Mehl in den bayerischen Semmeln und auch nicht in den bayerischen Brezen.